Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu X-Reverse. Ich freue mich, dass ihr wieder reinschaut. Und wir sind auf dem Weg, unsere 300 Nahrungsmittelrationen einzukaufen und dann verzukaufen, um hier den neuen Freunden, die wir gefunden haben, in Devries so ein bisschen Unterstützung zu gewährleisten. Ich zeige euch deshalb noch meinen Anflug, weil ich euch was zeigen wollte, jetzt mit Musik. Aber dummerweise haben wir keine Fahrzeuge, wo wir uns in den sogenannten Windschatten, Subraumschatten, was auch immer, reinhängen können. Vielleicht, ja, das ist halt blöd gelaufen jetzt, also was ich euch zeigen wollte, das hat nicht geklappt. Jedenfalls, ja, ich hoffe, dass wir mit den Nahrungsmitteln ein gutes Geschäft machen können. Keine Ahnung, ich habe noch nicht getestet, ob wir sehen können, wie viel der Frachter laden kann, beziehungsweise welche Kapazität die dann brauchen. Aber das werden wir jetzt rausfinden, denn hier in überlaufender Quelle, da werden wir hoffentlich fündig werden und ein gutes Schnäppchen machen können. Zumal das ja hier auch unsere Freunde sind. Erreiche überlaufende Quelle. Und wenn man jetzt mal eben... Übertrage neue Koordinaten an uns folgende Schiffe. Dann macht er sie auch schon auf dem Weg, hoffentlich, unser Kollege. Das kann man jetzt übrigens auch wunderbar sehen. Hier oben ist er. Und der wird dann gleich, wenn wir ihm das Kommando gegeben haben, hier Sachen zu kaufen, dann hoffentlich losfliegen. Oder vielleicht auch jetzt schon losfliegen, wenn wir so lange warten müssen. Aber ich glaube, wir sind hier relativ sicher, also dass wir den jetzt babysitten müssen hier. Das hoffe ich aber mal nicht. Vielleicht einfach mal vorher gucken, ob sich da Feinde in der Nähe befinden oder nicht. Ja, und ich bin nach wie vor sehr, sehr angetan von dem Spiel. Minus die Fehler, die es nun mal hat. Ja, aber ich habe da ja meine eigenen Theorien schon so ein bisschen entwickelt. Das habe ich auch schon mehrfach angedeutet. Ich hoffe, dass ich mich damit bei euch nicht unbeliebt mache. Also wenn ihr jetzt so ein richtiger Hasser aus Prinzip seid, dann seht mir bitte nach, dass ich ein grundgütiger Mensch bin und gerade auch bei kleinen Firmen wie Egosoft, in Anführungszeichen kleinen Firmen wie Egosoft, die haben natürlich schon einen Track-Rekord von 25 Jahren, ne? Aber das da auch mal gerne ein Auge zudrücke, weil, hey, ich stelle mir gerade vor, ich würde eine Softwarefirma aufmachen. Müsste es ja auch erstmal besser machen, ne? So, wo ist denn hier die nächsten Symbol-Dinger? Ich weiß gar nicht, ob ich das schon gezeigt habe, wie man Stationen dann eigentlich scannen müsste. So, das Schiff, seht ihr jetzt, es kommt jetzt angeflogen. Das Schiff benutzt nicht die normalen Schnellreisekorridore, die wir benutzen, deswegen sehen wir das nicht. Jetzt zeige ich mir eben das normale Stationsscan hat. Das habe ich nämlich kalibriere noch nicht hat. So, da seht ihr jetzt die einzelnen Stationsteile, die wir noch nicht erscannt haben. Die sind dann hier farblich hervorgehoben mit unterschiedlichen Farben und daran können wir dann erkennen, was wir entsprechend noch scannen müssen. Was ein bisschen komisch ist, hier kriegen wir unsere Nahrung für 25 minus 12%. Was ein bisschen komisch ist in der ganzen Sache, ist, dass die Symbole, die Icons, im Scan-Modus teilweise nicht zu sehen sind und sonst zu sehen sind, was eigentlich besser andersrum wäre. Aber, ja, sagen wir mal so, als Game-Designer, der ich ja nun mal einer bin, so ein bisschen, finde ich die Idee ganz gut. Ja, man fliegt um die Station rum, guckt sich die genau an und erkennt Schwachstellen. Aha, ja, die haben niedrige Wasserbestände. Ja, das kann ich ausnutzen, wenn ich mit denen Preis verhandle, weil ich weiß ja, dass sie unbedingt neues Wasser brauchen und kann deswegen einen besseren Preis erzielen. Macht ja Sinn, ne? Das kann man so geschichtstechnisch auch erklären. Aber wie das dann hier im Spiel gelöst ist, wenn man da sagt, in der Werbung quasi heißt es dann, erforsche die Stationen und schalte dadurch neue Boni frei. Was da nicht gesagt wird, ist, dass man das am laufenden Bande machen muss, weil man sonst die Informationen zu den Boni wieder verliert. Ja, aus Versehen hat da Egosoft vergessen, das zu erwähnen. Und ihr seht also, was für eine Hürde das ist, hier das zu machen, denn ich finde die Symbole nicht. Aber auch da kann ich euch einen kleinen Trick zeigen. Und zwar geht ihr dazu mit Punkt auf eure Map, wo ihr gerade seid. Und dann könnt ihr hier bei dem Kristallpalast, da fehlen mir jetzt noch Sachen, seht ihr 33%. Und das Teil, ja, Vorführeffekt. Bin gerade blind auf beiden Augen. Also die Teile, die mir jetzt noch fehlen würden, zum Erscannen, kann ich mir also theoretisch dann hier, jetzt mal als ein Beispiel, gehe ich hier drauf, ne, setze den Kurs und dann wird mir das als Symbol angezeigt. Und wenn ich das noch nicht erscannt hätte, dann bräuchte ich jetzt nur hier drauf zu richten und dann wäre das alles, ja, korrekt freigeschaltet. Ich versuche das jetzt nochmal. Ich weiß gar nicht, warum. Da unten, unser Schiff ist angekommen übrigens gerade. Da ist es. Ja, warum es mal wieder in diesem Vorführeffekt-Ding nicht funktioniert, ich weiß es nicht. Vielleicht aber auch, kann sein, dass es daran liegt, dass die Station schon zerstört ist, ne? So, wir wollen jetzt handeln. Das heißt, wir geben ihm jetzt hier den Befehl. Ja, und die neuen Befehle lauten?
Und ich habe das für euch mal hier rangeholt, damit ihr es besser sehen könnt. Wir wollen Nahrungsmittelrationen kaufen. Ich weiß gar nicht, einen anderen Preis, als wie wenn wir jetzt heranfliegen, kriegen wir nicht, ne? Ja. Also. Und die neuen Befehle lauten? Wir wollen die kaufen, dann gehen wir hier auf die nächste. So, und dann sehen wir jetzt natürlich nicht, wie viel wir da an Bord bringen können. Ich würde mal sagen, wir brauchen für die Mission brauchen wir 300. Wir setzen jetzt mal unser halbes Geld, das wir theoretisch investieren können. Also sagen wir mal, damit wir besser rechnen können, 505.000 gehen wir jetzt aus für Nahrungsmittel. Sind schon unterwegs. Versichern Sie sich, dass es ein gutes Geschäft für Sie ist. So, 505.000. Und das ist natürlich schon wieder mal gewagt, weil ich den Preis an einer Station mir nicht gemerkt habe, dummerweise. Aber ich denke, da werden wir schon ein gutes Geschäft machen. Geschäft. So, und dann haben wir hier die Mission wieder. 300 Einheiten an RC Solarenergetikum, wenn wir aktivieren machen. Dann wird uns auch sofort der Kurs hier angezeigt. Jetzt wollen wir eben einmal sicherstellen, dass hier keine Feinde lauern und unser Schiff gleich platt machen, weil ich dem noch nicht so ganz traue. Aber wir sehen schon, sie fliegt hier ran. Ach genau, ich wollte noch die Fähigkeiten des Kapitäns angucken, ne? Weil ich ja die kühne Behauptung aufgestellt habe, dass wir einen sehr guten Kapitän haben. Und bei vielen Spielern ist jetzt irgendwie an diesem Punkt hier, dass das Spiel nicht funktioniert. Ich hoffe, dass uns das nicht passiert. Nee, den wollte ich nicht rufen. Ich wollte Details haben. Ich bitte auch meinen Schnaufen gerade zu entschuldigen. Details, genau. Und dann sehen wir hier Verwaltung, zwei Angestellte. Verteidigen, das kann man übrigens auch ändern, wenn wir jetzt hier drauf gehen, sagen wir Details. Und wir können dann sagen, was er machen soll. Also, wenn er Schiffe dabei hat, kann er die Schiffe mit kontrollieren. Er kann Verteidigungsdrohnen verwenden und automatisch wieder auffüllen. Und das sollten wir vielleicht mal sagen, dass er das machen soll. Und auch bei Munition. Da müssen wir dem ein bisschen Geld geben. Und Befehl ist verteidigen. Hören Sie, was wollen Sie? Wir gucken uns mal seine Fähigkeiten an. Absolut. Das ist jetzt unser Verteidigungsoffizier. Ihr seht, er ist eigentlich ganz gut. Bis auf Navigation, auf Verwaltung, Moralkampf. Das sind Eigenschaften, die sie für ihn natürlich ganz gut sind. Und dann können wir mal hier beim Kapitän noch gucken. Da sehen wir jetzt natürlich hier Handel mit Kristallpalast. Das ist klar. Details, gesamtes Budget, da sind die ganzen Flugpläne drin. Und hier können wir uns auch die Fähigkeiten vom Kapitän angucken. Er hat eine Führung von 5 Sternen, Navigation von 3 Sternen. Das ist, glaube ich, für ein Schiff, was wir hier so weit draußen haben, in Anführungszeichen weit draußen, weit von unserer Heimat Albion entfernt, eigentlich, glaube ich, schon mal ganz gut. Und wir speichern mal eben nicht, dass wir hier Probleme bekommen. Und jetzt gucken wir uns trotzdem mal eben an nochmal, weil vielleicht einige jetzt später dazugekommen sind bei mir hier und es noch nicht gesehen haben, weil es ja immer noch nicht gepatcht war, wie es aussieht, wenn hier... Und ich möchte es auch selber sehen, ganz ehrlich. Also ich bin so ein kleiner... da bin ich auch ein Spielkind. Das müsst ihr mir jetzt einfach mal entschuldigen, dass ich mir das jetzt nicht... Dass ich mir das jetzt nicht nehmen lasse, mir das mal anzugucken. So, was hat der hier freigeschaltet? Naja, auf jeden Fall noch ordentlich Nahrungsmittelration von Sabord. So, wenn jetzt alles klappt, dann wird er jetzt hier richtig ein... Ich weiß gar nicht, wo hat er denn seine Ladeluke? Ich sehe das gar nicht richtig. Ist der auch auf der Seite hier? Weiß ich nicht. Man sollte übrigens nicht im Weg sein. Also man sollte nicht in dem Einflugweg sein von dem Teil, sonst kriegt man ein Problem. Und ich hoffe ernsthaft, dass der Verteidigungsoffizier jetzt auch seinen Dienst tut. Ich habe nämlich keine Lust, dieses teure Schiff dann irgendwie jetzt, weil wir nicht aufgepasst haben, zu verlieren, ne? Also durch irgendwie durch irgendeinen blöden Zufall einen Angriff, den wir nicht rechtzeitig bemerken, weil so Angriffe werden nur unten auf dem rechten Monitor angezeigt. So, jetzt kommt das Schiff rangeflogen, jetzt bin ich echt mal gespannt, weil der Handel war so lange verbuggt in dem Spiel, also die Drohnen sind nicht geflogen, ich hatte glaube ich auf Facebook gepostet hier, ja, sie fliegen wieder, die Drohnen fliegen wieder, wir können wieder handeln, und da, ich habe mich echt gefreut, weil das war vom Wochenende. Und ich habe den Beta-Patch bekommen, ich habe den Beta-Patch aufgespielt und das Erste, was ich gemacht habe, ist mit dem Schiff für die Warenannahme ran und zu gucken, ob da die Warendrohnen fliegen. Und jetzt sagt er bereit. Und jetzt kommt eigentlich der spannende Moment. Es kann jetzt sein, dass wir keine Drohnen sehen, aber das habe ich überhaupt welche eingepackt? Lasten-UFVs beim Bau? Ja, ne?
Dass aber trotzdem die Waren gehandelt werden. Ich hoffe, dass es funktioniert. Wenn nicht, haben wir ein Problem. Dann müssen wir erst was anderes machen. Oder das Schiff aus der Staffel schmeißen und so weiter. Das sehen wir dann. Oder erst in einen anderen Sektor fliegen. Also es gibt verschiedene Workarounds dafür. Im Moment tut sich offenbar nichts. Der steht halt, bleibt halt stehen auf Handle mit Station. Aber auch das kann natürlich ein bisschen dauern. Und wir haben natürlich auch jede Menge Sachen frei, in Auftrag gegeben. Also jede Menge Sachen bestellt hier zum Handeln. Mal gucken, ob wir dann über unser Options, über unser Infomenü an mehr Infos kommen. Also hier die Skaldis. Und die müsste. So, gucken wir mal, die Einheiten. Lasten-UFV ist drin. 10 werden gerade benutzt, das heißt, es wird gerade gehandelt. 10 ist auch schon eine ganze Menge. Und die sehen wir halt jetzt nur nicht. Und dann wird er gleich sagen, hier Handel abgeschlossen. Also funktioniert das. Gut, dann machen wir uns also auf den Weg dazu, dass wir die Ware abliefern. Ich wollte ja nur gucken, ob das auch alles den richtigen Weg gehen. Und wir müssen die Ware jetzt abliefern bei unserer neuen Freundin an der Station, wo wir unser Konstruktionsschiff bekommen haben. Glaube ich, war es. Nee, das Konstruktionsschiff haben wir ja woanders bekommen. Ist ja Quatsch. Vielleicht kann ich das jetzt mit der Musik noch demonstrieren? Halt mal hin. Bin ich schnell genug? Warum sind die so schnell? Deal im Sack hier. Ich informiere Sie in Kürze. So, der ist fertig mit Handeln. Und das mit dem Schnellfliegen konnte ich euch leider nicht zeigen, okay. Aber das werden wir dann natürlich in Albion noch hinreichend da. Erreiche flammende Corona. Aufgabe abgeschlossen, ne? Eingehende Nachricht. Da hätten wir jetzt ganz schnell klicken können. Übertrage Rendezvous-Koordinaten. So, und dann müssen wir hier die Ware abliefern, hier oben. Und ich weiß jetzt nicht, ob man da jetzt erst die 300 für die Mission abliefern muss oder ob das alles dann zählt. Jedenfalls hier bekommen wir plus 13%. Da sollten wir also auf jeden Fall ein gutes Geschäft machen. Ich habe jetzt keine Lust, die ganze Station zu scannen. Es gibt auch Mods, mit denen man sofort die ganze Station freischaltet. Aber ich finde diese Scan-Orgien, die finde ich echt sehr, sehr albern, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja? So. Und die neuen Befehle lauten? Ja. Du kommst bitte mal hier hin. Und die Sachen, die wir an Bord haben... Wie viel? Da können wir jetzt, glaube ich, nicht alles verkaufen, oder? Ne, nur 106.000. Ich weiß jetzt nicht, welches der Missionsabgabepunkt ist hier. Also wo wir die für die Mission abgeben müssen. Übrigens kriegen wir hier auch einen besseren Preis, ne? Aber wo sehe ich denn jetzt hier zum Beispiel, da bin ich gerade etwas verwirrt, wo sehe ich denn jetzt hier, dass das hier das Solarenergetikum, also der richtige... Also wir sollen es liefern an RC Solarenergetikum und das ist welcher, gucken wir mal. Das wird ja gespeichert, RC Solarenergetikum, das wäre der hier. Da sind wir auch gerade hingesprungen und der hier... Na egal, wir erfüllen jetzt erstmal diese Aufgabe. Also... Wenn wir hier drauf gehen und dann sagen das hier, dann kommen wir direkt in die richtige Spalte. Und die neuen Befehle lauten? Das heißt, denen verkaufen wir jetzt erstmal alles, was wir soweit haben und bekommen dafür 106.000, merken. Sind schon unterwegs. Versichern Sie sich, dass es ein gutes Geschäft für Sie ist. Ja. Und die anderen gehen hier an RC Habitat 1, auch in Blanker Kern. In Blanker Kern, das ist woanders. Wie viel? Da verkaufen wir den Rest hin und da seht ihr 548, haben wir 150.000 Gewinne gemacht. Sind schon unterwegs. Versichern Sie sich, dass es ein gutes Geschäft für Sie ist. Ja, und ich würde sagen, in der nächsten Folge kümmern wir uns dann darum,
diese Mission hier abzuschließen, zu gucken, was da unsere nächste Aufgabe ist. Und wir müssen unseren Frachter sicher machen. Das heißt, wir müssen mal schauen, ob wir da noch was optimieren müssen, ob wir da noch Sachen ausbauen können in Sachen Sicherheit. Verteidigungsoffizier zum Beispiel brauchen wir. Ich dachte eigentlich, ich hätte einen gehabt, aber irgendwie nicht. Naja, also das seht ihr in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr schaut dann wieder rein. Ich danke fürs Zuschauen. Freue mich sehr auf eure Kommentare. Hoffe, ihr kommentiert fleißig. Sage bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Danke fürs Zuschauen und tschüss. Und lasst einen Daumen da. Würde ich mich freuen.